So, Leute. Kaltheim Collector Booster nochmal. Ich habe noch eins bekommen. Tatsächlich in die Hand gedrückt bekommen von jemandem, der nicht genannt werden wollte. Danke dafür nochmal. Und deshalb mache ich das jetzt mal auf. Wir haben hier den wunderschönen Elf-Token mit dieser Printing-Line. Ich weiß nicht, ob ich die reinkriege. Egal. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Wir haben Revitalize. 2 Mana, man kriegt 3 Leben und zieht eine Karte. Elderfang Discipline, 2 Mana 1-1. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, wirft jeder Gegner eine Karte ab. Starke. Das war früher mal kein Elf-Cleric, das war früher mal eine Ratte. Ja, Kaltheim. Muss ich zu Kaltheim irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Die Story dahinter ist grandios. Race of Draugr. 2 Mana, wir suchen uns 1 aus. Entweder bringen wir eine Kreaturenkarte auf dem Friedhof zurück auf die Hand. Oder wir bringen 2 Kreaturenkarten, die einen Kreaturentyp zusammen haben, auf die Hand. Okay. Inner Storm Rider, 2 Mana, 2-1. Wenn ihr ins Spiel kommt, können wir eine Karte abwerfen. Wenn wir das tun, ziehen wir eine Karte. Damit gibt es einen, beziehungsweise gab es damals, vor Ewigkeiten, einen Historic Deck. Was ganz witzig war. Horizon Seeker, 3 Mana, 3-2 mit Boast. Wenn diese Kreatur angreift, kann man Boast aktivieren. 2 Mana, man sucht ein Deck in einem Standardland, zeigt es auf dem Vor, nimmt es auf die Hand. Danach mischt man die Bibliothek. Shuffle your library. Das haben wir auch nicht mehr. Avalanche Gala, 2 Mana 1-3. Snowland You Control wird zum 4-4 Elemental mit Hexproof und Eile. Das ist cool. Für 2 Mana echt günstig. Das ist eine coole Karte. Gale of Starnheim. Starnheim. Kommt gedaptet Spiel, tappen wir in schwarz. Oder 2 weiße, ein schwarzes Tappen, opfern und man opfert noch eine Kreatur, die man kontrolliert. Und kriegt einen 4-4 Engel-Token mit Fliegend und Wachsamkeit. Kann man nur wie eine Source reaktivieren, was die Karte sehr schlecht macht. Aber ansonsten ganz, ganz cool. Snow-Covered Mountain. Ah, oh, die Snow-Covers, die sehen so schön aus in Foil. Dann haben wir... Du bist Non-Foil. Warum bist du Non-Foil? Surtland Flanger. 5 Mana, 4-6. Wenn der angreift, kann man eine andere Kreatur opfern. Und wenn er ihm da Kampfschaden zufügt... Ah ne, der fügt dem Gegner so viel Champ-Schaden zu, wie die Kreatur Power hatte auf irgendeinem Target. Ha. Wenn es ein Giant war, macht man doppelt so viel Schaden. Okay. Ich weiß nicht, ob man den spielt, aber okay. Reflection of Lidyara. Die hat damals dafür gesorgt, dass Palinkron unglaublich teuer wurde. Abgesehen davon, dass es eh ein Reserve-Destype zu der Zeit gab. 5 Mana Enchantment. Wenn er ins Spiel kommt, sucht man sich einen Kreaturentyp aus. Und immer wenn ein Spell gecastet wird, von der diesen Kreaturentyp hat, dann... kopiert man den Spell. Gravenlore. Okay, 5 Mana Snow Instance. Stimmt, es gab Snow Instance. Scry X, wobei X-Team ist von Snow Mana, die man gemacht hat, und danach zieht man eine Karte. Ist nicht schlecht.